Hallo und herzlich willkommen, wir sind heute bei E-Zombie, die neue Show. Wir recherchieren, wie es den Jugendlichen heute gefällt, wie sie drauf sind, ob sie noch Drogen nehmen, wie den 70ern oder nicht. Die neueste Droge ist Badesalz, genau, das macht Zombies. So, sie werden heute die ganzen... Da sehen Sie schon unseren ersten Kandidaten, unser Kandidat heißt Hotte. Hotte ist drogenabhängig. Von was bist du denn abhängig? Ritalin? Ich krieg euch nicht mehr mit, weil ich so drauf bin. Ey, Hotte, Alter, Hotte. Was hab ich gehört, Alter? Marina hat gesagt, du hast hier schwängert, Alter. Und hast hier Baby verkauft, Alter. Für einen Schuss. Was soll denn da? Mach keinen Scheiß, Hotte. Ey, was hast du bekommen? Für einen Schuss und für wohl. Hol doch mal den scheiß Baby zurück, Alter. Scheiß Baby. Der wird verkauft nach Russland. Irgendwann fragst du dich, Alter, was wäre daraus geworden? Nee, die ist schon deine Niere. Transgender oder was? Transgender. Was soll denn das, Hotte? Geh mal zu Marina, sag mal, dass du liebst. Nee. Die lobt dir nicht. Nee, ich will einfach nur auftun. Ey, Hotte, Alter, ich weiß, wenn man viel gewohnt hat, dann hat man mit dem Darm Probleme. Frühstück? Was ist das? Das ist keine Basis, das ist schon was Schau, verdammte Scheiße. Mann. Ja, jetzt was ist das? Hallo? Ich brauch das. Ja, ich bin mich gerade ablenken, sexueller Natur, weißt du? Ich lass mir gerade einen Nial-Erektar einführen. Nee, ich hab dich nicht mit eingeladen, du kommst aus der Torte nachher. Ich will jetzt nicht, verdammt, ich will das jetzt nicht machen, Mann. Was ist das denn? Das ist überhaupt nicht perfekt, ganz ehrlich. Nein, Mann, ich will das, ich hab jetzt keine Lust darauf. Warte, sag dir das, Mann, das mach das einmal, dann ist die besser. Mann, ey, ganz ehrlich, hör mal auf. Ich brech die Dreharbeiten ab, das wird zu gefährlich hier. Ecke auf, Hotte, du bist hier nach Russland. Da findest du Leute, die helfen dir. Was denn? Was soll ich denn jetzt da machen, bitte? Ich möchte jetzt auch nicht über den reden, verdammte Scheiße. Nein! Ich hab keinen Bock über den zu reden, Mann! Nein! Weißt du, das ist einfach so. Das reicht. Ich hab jetzt gar keine Lust mehr. Wir machen das schon, wir klären das. Guck bitte die Kamera, wir klären das alles. Das wird alles hier regeln. Wir vom RTL, wir haben alles vorbereitet. Wir haben für dich ein neues Zuhause. Was ist denn die nächste Botschaft, verdammt? Wir haben ein neues Zuhause für dich. Wir haben ein neues Kind besorgt. Das ist aus China. Es sieht ein bisschen komisch aus, aber es gefällt dir bestimmt sehr gut. Diesmal bitte nicht verkaufen. Wir haben alles für dich besorgt. Wir haben eine Entziehung. Wir haben alles gemacht. Komm zu mir. Das ist alles nur für dich. We are young. We are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool. We are free. And we're running with God on our knees. Wir sind hier bei Braindead. Wir haben 3 Wochen versucht, heute zu finden. Er ist irgendwo auffindbar, er ist, weiß ich nicht, einfach weg. Wir haben ihm eine Ausbildung besorgt, er ist nicht aufgetaucht. Wir haben ihn alle getan. Wir haben Maria gesprochen, Kind ist weg, ist nicht wiedergekommen. Also wir haben die ganze Zeit gesucht. Wir müssen leider die Dreharbeiten hier beenden, weil heute einfach nicht auffindbar ist. Und das Problem, naja, ist er selbst schuld. Wir sehen uns dann bald.